Hallo Leute, ich bin's mal wieder, euer Mario, und zwar zeige ich euch mal, wie man den Wasserkasten reinigt. Bei meinem B8 8K 2009er Baujahr. Also, als erstes nehmt ihr erstmal hier die Abdeckung ab. Da sind hier zwei Schrauben, Plastikschrauben. Die dreht ihr vorsichtig runter, weil die gehen auch schnell mal kaputt. Und das ist praktisch der sogenannte Wasserkasten, wo das Regenwasser reinläuft. Wie ihr seht, liegen da unten Blätter drin. So, da ist auch ein Ablauf drin, dass das Wasser nach unten weg kann. Und wenn der verstopft mit Blättern, dann könnte passieren, dass euch der Innenraum voller Wasser läuft. Und das will bestimmt keiner. Ein bisschen mühselig, das herauszubekommen. Aber der Aufwand lohnt sich. Das ist Zeugskram da. Man kann das auch mal durchblasen, wenn man möchte, mit Pressluft. Das Loch mal freistochern, das werde ich auch gleich mal tun. Und ansonsten, wenn das wieder auf ist, kann das Wasser ablaufen und ich läuft kein Wasser in den Innenraum. Gut, da ist das Loch. Das mache ich mir gleich nochmal sauber und dann ist es für mich in Ordnung. Das Blatt noch raus hier. So. Okay, vielen Dank fürs Reinschauen. Abdeckung rauf ist kein Hexenweg. Diese Dinger, die drückt man nur wieder rauf und dann ist es fertig. Vielen Dank fürs Reinschauen. Euer Mario.